ihr denn hier Schönes? Wir zombifizieren diesen jungen Mann hier, dass er schöner werde. Ja, nun werde ich verkaufen. Es gibt dann plus 10 Charisma. Schön untot, mit Latex oder Silikon oder und reichlich kurz Blut. Habe ich diese Teile angefertigt. Die Teile selber angefertigt? Ja. Okay. Aber Dee Wallace, my best and worst convention experience. My worst one would have to be a young lady who was very depressed and came up and showed me all the places on her body that she'd cut herself. And my best one would be a mother who came up in tears and said to me, "Miss Wallace, you're part of a miracle in my life." Her son was autistic, and she had never heard him speak a word. And she had just taken him to see the re-release of E.T., and on the way home, he said every line that E.T. said in the film. First time in 10 years she'd ever heard it. Morning. Morning, how are you? Ah, very fine. And you? Very well, thanks. Okay. What was my best and worst convention experience? The best convention experience was my first convention in Texas. I saw a woman standing way over there, and she had I Heart Zombies on, t-shirt on. And she's just standing over there looking around, and I went, "Come here." She goes, "Me? She comes walking up to my table, and all of a sudden she goes, oh my God, you're my favorite zombie." And it was my first convention, and I didn't even know that people actually had favorite zombies at that point. Wow. It's very strange. The worst convention experience, I was just telling Samantha,
some guy walks by with a Dawn of the Dead t-shirt on. I said, hey, I'll sign your shirt for free. He goes, no, it's all right. Oh. Kommt zum Weekend of Hell. Hier geht richtig was. Vor allem mit dem Zahnspektakel. Machst du die selber? Ja. Also meine Frau macht es. Wir fertigen aus original Dentalkunststoff, individuell angefertigt, passgenau, maßgefertigt. Quasi das i-Tüpfelchen auf jedem, zu jedem Kostüm schaut. So würde das ohne aussehen. Hello, I'm Kristana Loken, and we're here at the Düsseldorf Weekend of Hell convention. And I think my oddest request at a convention has been to sign, and this has happened to me twice, to sign someone's shoulder and someone's arm, and then they went out and had it tattooed. Wir bieten euch handgemachtes, nicht von der Stange, je Einzelstücke zu humanen Preisen. Wert legen wir auf Qualität und natürliche Produkte, die wir verwenden. Bestimmte Produkte, die du bevorzugst? Also aus dem Wald halt, Moos. Ja. Ja, zum Beispiel bei diesem Bild. Bei dem hier? Ja, kannst du mal was zu der Fertigung erzählen? Also der Schädel ist aus Gips gegossen worden, trocknet soweit durch, die Platten sind massive Holzplatten. Ja, dann wird es halt dementsprechend blutig gestaltet, mit Schlamm und Dreck überzogen ist das. Der Knochen ist echt, die Kassette ist eine echte. Ja, alles in Eigenregie und Handarbeit erstellt. Und wie sieht es mit den Maden aus? Die sind nicht echt, oder? Nee. Aus was bestehen die Maden? Die sind aus Gummi. Mhm. Was muss man dafür bezahlen? Also das bei 8 kostet 80 Euro. Ja, Gott, das geht ja, ne? Ja. Für selbst gemacht. Wie lange brauchst du dafür? Circa 2 bis 3 Wochen mit den Trocknungszeiten. Mhm. Eine sehr schöne Arbeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Hi, ich bin Jonas von Antithese. Antithese ist ein deutscher Independent-Film, ein deutsch-österreichischer Independent-Film. Handelt im Kern von einem Schriftsteller, Steven, der mit seiner Frau Mia zusammen in die Berge fährt, um da in Ruhe an seinem neuen Buch zu arbeiten. Seine Frau ist dem Ganzen sowieso ein bisschen skeptisch gegenüber eingestellt und um ihr eine Freude zu machen, schreibt er sie als Charakter in sein neues Buch. Und
ja, dann kommt es, wie es kommen muss. Bei der Recherche stolpert er über ein altes Buch mit einer mysteriösen Inschrift und die legt er seiner Frau in den Mund und ja, daraufhin wird sie besessen. Und Steven ist nicht unbedingt der Stärkste, das heißt, er kommt körperlich nicht gegen den Dämon an, aber mit der Kraft des Schriftstellers muss er es versuchen. Und ob es klappt, findet ihr dann im Film heraus. Wie lange habt ihr dran gedreht? Angefangen zu drehen haben wir Ende 2015, da haben wir den Großteil gedreht, tatsächlich in den österreichischen Alpen. Und dann standen noch 2-3 Drehtage an. Am Ende hat es fast 2 Jahre gedauert. Also Ende 16 sind wir dann fertig geworden quasi. Hast du besondere Erlebnisse vom Dreh? Ja, es gibt eine ganze Menge. Also dadurch, dass das Ganze eigentlich mehr so ein ambitioniertes Hobbyprojekt ist, kann man sagen, hat man natürlich irgendwie auch mit Freunden einfach eine gute Zeit irgendwie gehabt. Man hat riesen Probleme gehabt, die man irgendwie lösen musste, weil es war halt nicht möglich zu sagen, ja, dann geben wir halt noch ein bisschen mehr Geld aus irgendwie. Was mir ganz sehr in Erinnerung geblieben ist, so eigentlich eins von meine Lieblingsanekdote zu dem Ganzen war, dadurch, dass wir so ein bisschen ab vom Schuss in dieser Hütte waren, hat man sich nach einer Weile so ein bisschen danach gesehnt, was man quasi so nach so diesen den Luxusgütern des Alltags quasi. Und bei uns war es halt eben der Eiskaffee. Und ja, wir sind dann am letzten Tag, nachdem abgedreht war, in das Dorf runtergefahren und haben halt dann tatsächlich so ein Eiskaffee-Restaurant gefunden. Und das war dann erstmal sehr gut. Und dann ist uns aufgefallen, ja, es ging sehr steil wieder hoch. Und wir hatten diesen Eiskaffee so. Und ja, dann standen wir halt vor dieser fast unlösbaren Aufgabe, diesen Eiskaffee hochzubringen. Und dann haben wir auf halber Strecke angehalten und haben dann so die Hälfte weggetrunken von dem Eiskaffee. Und dann haben wir nach links geschaut und da war das Polizeirevier, das örtliche. Und da hat nur jemand rausgeguckt und ganz seltsam geschaut. Und, ja, es gibt noch viele andere seltsame, lustige Anekdoten, aber das ist so die mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Ja, wie habt ihr das Ganze finanziert? Genau, also wir haben ein kleines Crowdfunding gemacht und haben damit ungefähr ein Achtel des Films finanziert bekommen und den Rest haben wir privat finanziert. Ich habe zum Beispiel meine ganze DVD-Sammlung verkauft irgendwie, um die letzten Euros rauszukratzen, um diesen Film möglich zu machen. Genau, also von privat und ist halt Geld, das jetzt irgendwo anders fehlt und das hoffentlich immer wieder reinkommt. Habt ihr noch nicht wieder eingespielt? Haben wir noch nicht wieder eingespielt. Ich glaube, ich kann es verraten, im Großen und Ganzen hat es ungefähr 10.000 Euro gekostet und ja, kommt nach und nach rein, wird wahrscheinlich sich aber nie refinanzieren, aber ja, man darf keine Independent-Horrorfilme machen, wenn man Geld verdienen will. Aber es hat Spaß gemacht. Ja, es hat viel Spaß gemacht. Ich hab viele coole Leute kennengelernt, so übers Filme machen irgendwie und ja, wenn ich jetzt überlegen müsste, ich würde das Geld wieder dagegen eintauschen, gegen die Leute. War ein fairer Deal am Ende. Würdest du noch einen zweiten Film machen? Ja, falls irgendjemand auf die Idee kommt, mir 10.000 Euro auf mein Konto zu überweisen, wäre ich da sehr offen dafür. Ideen gibt es immer, aber ja, vielleicht irgendwann mal. Aber es ist einfach finanziell ein zu großer Einschnitt, dass man es ständig machen könnte. Natürlich. Hast du denn schon Ideen für einen zweiten Film? Ideen gibt es schon. Es gibt auch ein, zwei Drehbücher, Exposés, die in der Schublade liegen, an denen hin und wieder mal gearbeitet wird. Was natürlich ein spannendes Thema ist, ist die ganze Dark Web, Deep Web Geschichte, die so ein bisschen am Aufkommen war, eigentlich fast schon wieder, aber ist. Ja, keine Ahnung, steckt alles noch sehr in den Kinderschuhen und bis es mal soweit ist, war wahrscheinlich jede Oma schon mal im Deep Web, dann ist auch nicht mehr spannend. Ja, okay, super. Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Danke euch. Tschüss. Tschüss. We'll be right back.
hallo Leute. Erstmal willkommen beim Weekend of Hell. Ihr seid hier gerade gelandet bei Monsters Under Your Bed, Tattoo Studio aus Köln. Wie gesagt, wir haben jetzt versucht, hier das Beste für die nächsten zwei Tage rauszuholen aus dem Ganzen. Das Ganze ist hier ungefähr ein Drittel von dem, was ihr in Köln bei uns im Studio findet. Hoffe, dass wir viele Besucher bekommen. Grundsätzlich, das Event ist ja extrem befüllt. Von dem her wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Hat er gerade erst angefangen. Hello Ken, how are you? I'm great. It's great to be back in Germany. What is your favorite convention experience? My favorite is always just meeting the fans, but my strangest would have to be I was signing in Sweden, and a girl came up to my table, and I was signing with a couple of the guys from Lord of the Rings on either side of me at a big long table, and she came up and she said, "Well, you're going to give me my autograph for free." And I said, "Well, why is that?" And she undid her pants and bent over and said, "Because you're going to sign my ass." Which automatically got everybody's attention, and she got an autograph for free. Compton, you might know me from Rob Zombie's Halloween 1 and 2. What is your best experience on a convention? Honestly, I would have to say, I think being up in Europe, like Germany conventions and like London conventions, I think people here are more excited about movie making and meeting people, and they're more into it than like in the States. So I definitely would think people around here were just more enthusiastic, which I love, because I love filmmaking, and so I'd like to meet people that actually enjoy the films as much as I do. Hi, how are you? Good, and you? Ah, very good. Yeah. Do you have any worst? Meet me. Double. This is you. Yeah, yeah. Really? Yeah. No, this is me. This used to be me. No, I mean, whatever. Well, who cares? Yeah. Do you have any worst convention experience? No. It's been just fantastic from the beginning to the end. It's my first one. It's the first one? Really? The first one, yeah, and I really love it. You had fun? Yeah, I had really much fun. You like the people? Yeah, I love the people. Like Germany? Oh, I love Germany. Yes, really? Yeah. Ich liebe dich. You speak German? A little bit. I learned it in school, way back in Iceland. You come from? Iceland. Ich bin aus Island. Echt, really? Yeah. Aus Island? Aus Island, yes. Okay. Dann erzähl mal etwas über deinen letzten Film. Ich feste kleine, aber ich sprich's nicht. Okay. Viel. So gut. What is the next project? Hostel is the only movie I've ever done. Okay. Because I have my own businesses. Ah. So, what is your business? I have an entertainment park in Iceland, Reykjavik, Iceland. And then I'm starting to build a geothermal lagoon as well, a spa in Iceland, in Reykjavik. Oh. So I'm quite busy
doing my things. You have had a time here, come to Germany. Yeah, yeah, you know, I was free this weekend, so I decided to come and absolutely love it. Ah, pretty cool. Yeah. You had fun making this movie? I had a lot of fun. Yes? Made lifelong friends. How did you come to the movie? How did it happen? Yes. Eli Roth, he came to Iceland to premiere his first movie, Cabin Fever. Yeah. And a friend of mine was working for a film distributor. He asked me to help him to to be with Eli when he was in Iceland. Yeah. And I did. So I spent like 3 or 4 days with him. And when Eli was going back to the States, he said, Eitor, I think I would like to use you in one of my movies. Pretty cool. And I said, like, I'm not sure if I have the time. Then he came a year later with the script of Hostel. And he written a character for me. So, I considered it for a while. I was not sure if I was going to do it. Because when I was reading the script, it was just nudity, killing, and I was, I thought like, oh my God, I will lose my reputation. But then in the end, I thought it was just fun, so I did it. And You didn't lose your reputation. No. It's pretty cool. Yeah, it is. Yes, it is. Thank you very much. You're welcome. Have a nice day. Same to you. Bye-bye. Bye-bye. Ich bin Stefan Schwenk, ich bin der Regisseur, Produzent und Autor von Montrag, mein Vampirfilm, an dem wir 5 Jahre gedreht haben, beziehungsweise 4 Jahre und ein Jahr für Nachbearbeitung gebraucht haben. Ja, und jetzt sind wir hier auf dem Weekend of Hell und verkaufen unsere Mediabooks hier. Und genau, in 3 unterschiedlichen Covern. Ja, Montrag ist ein Vampirfilm, der angelehnt ist an die Fantasy-Filme der 80er Jahre. Es ist eine Liebeserklärung an Lost Boys, Near Dark, aber auch andere Fantasy-Filme oder Science-Fiction-Filme wie zum Beispiel Terminator. Es sind viele Anspielungen drin und bin mit diesen Filmen aufgewachsen und wollte halt eben so meine eigene Version machen. Der Film spielt ganz bewusst in Deutschland und soweit zum Montrag. Thank you.